Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider Anniversary. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute ist die Stadt Vilcabamba dran. Zweites Level. Oh Gott, Bär! Genau, hier haben wir ein neues Feature, welches im Original so nicht vorhanden war. Denn wir müssen hier ein wenig Skill an den Tag legen, um mit den Gegnern überhaupt klarzukommen. Und zwar eine Art Zeitlupe, die ich damit... Oder hier wird es halt Adrenalin-Moves Moves genannt. Das ist eine Zeitlupe, die ich damit auslöse, indem ich im richtigen Timing ausweiche und im richtigen Timing sozusagen einen Crit-Schuss abgebe. Da muss ich ein bisschen reinkommen, wenn ich ehrlich bin. Da habe ich, als ich die PS3-Fassung letztens nochmal gespielt habe, so meine kleinen Problemchen mit gehabt. Konnte ich früher besser. Ich werde halt auch nicht jünger. Aber sollten wir hinbekommen. Ja, Tutorial. Ach so. Das ist ein bisschen irritierend, dass hier immer noch die Tastatursteuerung zu sehen ist. So, haben Sie ein Ziel anvisiert? Warten Sie. Bla, bla, bla. Lass mich schießen. Dankeschön. Ja, hier habt ihr das Ganze in Zeitlupe gesehen, wie es eigentlich funktionieren sollte. Sollten wir hinbekommen. Ich muss halt aufpassen. Ich muss aufpassen, deswegen machen wir ja die No-Death-Challenge. Wir wollen hier ja nicht einfach nur durchrennen. So, von hier komme ich da leider nicht rüber. Auch hier wieder ein wunderbares Beispiel, dass die gute Lara agiler denn je ist. Wobei sie, glaube ich, an Stangen auch seit Teil 4 klettern konnte, wenn ich mich recht entsinne. Müsste Teil 4 gewesen sein, wo das eingebaut wurde. Gerade weil Teil 4 ja mit Ägypten ziemlich in die Höhe gebaut wurde, wieder mal. Ja. Ah, egal. Gucken wir uns an, wenn wir mit Teil 4 überhaupt dran sind. So, ich finde die Stadt Vilcabamba, haben sie hier... Oh Gott, Wolf. Haben sie hier im Remake ein bisschen abgeschwächt? Die finde ich im Original etwas schwieriger. Vor allem, weil ihr seht es gerade hier, wenn wir in die Stadt selber reinkommen oder in das Dorf, das Ding eine Stadt zu nennen, ist eher ein bisschen mutig. Apropos mutig, ihr müsst doch... Da ist der Bär, natürlich steht er hinter mir. Komm her, Bärchen. Und zack. Muss mich ein bisschen darauf konzentrieren, Leute. Ne? Der schwer ist jetzt nicht unmachbar. Ich würde jetzt auch nicht sagen, ultra, ultra schwer, aber man sollte sich schon konzentrieren und nicht zu viel Quark labern. Hier müssen... Warte mal, war hier nicht irgendwo ein Schalter? Oder irre ich mich da? Unter Wasser riecht doch immer nach Schalter. Kein Schalter. Warte mal, ich gehe mal eben wieder Luft holen. Die gute Lara, die kann auch nicht ansatzweise so lange die Luft anhalten wie im Original. Sie wird halt auch nicht jünger, ne? Habt einfach Mitleid mit. Okay, gut, ich wollte nur eben gerade gucken, ob da unten noch irgendwie was ist, aber scheint nicht der Fall zu sein. Naja, aber falls ihr euch erinnert, im Original gab es ja hier recht viele Räume. Hat es ein bisschen verzweigt gewesen. In dem Falle haben wir jetzt hier wirklich nur dieses eine Plateau. Aber sie haben... Ach, hier war der Schalter, den ich gesucht habe. Aber sie haben, das Ganze probiert, ein bisschen dorfähnlicher zu machen. Und vor allem... Sag mal eben schnell, oh Gott, meine Luft, Freunde. ich verliere gerade den Zusammenhang, ihr merkt es, glaube ich, gerade. Genau, was wollte ich sagen, richtig, genau. Im Original war es dorfähnlicher. Hier schnell rüber. Aber dafür haben sie hier dem Dorfbrunnen mal einen Sinn gegeben. Im Original hat der Dorfbrunnen ja in den Raum geführt, wo ich immer noch der festen Überzeugung bin, dass dieser Raum mal einen Sinn hatte, man das aber später aus dem Spiel entfernt hatte, falls ihr euch erinnert. Das war dieser Raum mit diesen Jadedrachen, wo ich glaube, das hatte ich euch erzählt, da habe ich als Kind mich stundenlang mit beschäftigt, weil ich mir immer dachte, das kann ja nicht umsonst hier gewesen sein. Aber im Endeffekt war es das. Und ja, sie haben hier auf jeden Fall viele unnötige Räume auch wieder verarbeitet, nur mit dem Unterschied, dass sie diesmal diesen Räumen einen Sinn gegeben haben. Meistens brauchen wir diese Räume, um überhaupt weiterzukommen. Fledermaus, wir kennen sie, die alten Trollfledermäuse, die uns immer dazu inspirieren sollen, einen unbedachten Schritt zu tätigen. Dieses Mal aber nicht. Gott, ihr müsst hier echt aufpassen mit den Kantenleuten. Leute, das ist super gefährlich. So. Als weiteres Zeichen, dass Vilcabamba recht kurz geraten ist in diesem Teil, sieht man daran, dass das das einzige Secret in diesem Level ist, was eher untypisch ist. Normalerweise kriegen wir auch im Durchschnitt 3 bis 4 Secrets pro Level. Später sogar ein wenig mehr. Aber ja, in dem Falle soll es das einzige gewesen sein. So, gut. Dann würde ich sagen, ich
bin gerade am überlegen, aber wir brauchen... Brauchen wir hier drinne das Teil? Wir brauchen es eigentlich nicht, aber da oben liegen Medipacks. Und Medipacks möchte ich jetzt nicht drauf verzichten. Wir werden sie später echt gebrauchen können. In Peru hält sich das mit den Tieren noch in Grenzen. Da wird erst das verlorene Tal ein bisschen anstrengender. Die Wölfe gehen ja einigermaßen klar, was das Damage-Verhalten anbelangt. Aber... Ja, wir haben noch Bosse vor uns. Wir haben noch... Oh Gott. Wir haben noch Bosse vor uns. Wir haben noch das verlorene Tal an sich vor uns, falls ihr euch erinnert. Und ich möchte natürlich auch nicht verneinen, dass der ein oder andere falsch gesetzte Sprung uns hier vielleicht trotz alledem auch eine Menge Lebensenergie klauen kann. Und vor allem Griechenland, da wird's wirklich, wirklich schlimm mit den Gegnern. Über Atlantis wollen wir gar nicht reden. Und dementsprechend alles, was wir jetzt an Lebensenergie gut machen können, machen wir an Lebensenergie gut. So, Schrotflintenmunition, das ist toll. Wir haben zwar noch keine. Die werden wir hier auch viel später erst bekommen, die Schrotflinte. Die ist in die Story verwogen. Nicht so wie im Originalteil, wo man die gefunden hat. So, hier liegt jetzt nichts. Und hier haben wir den Schlüssel. Den Dorfschlüssel. Wobei wir eigentlich im Dorf selber sind. Aber den Aufbau, den habe ich im Remake sowieso nicht ganz verstanden. Den hätte man vielleicht anders bezeichnen sollen. Ich mag die Gebirgshöhlen hier im Remake. Die sind cool. Aber die Stadt Vilcabamba, wenn ich jetzt sage, schlecht ist sie nicht. Allgemein, mir macht es immer Spaß, Bekanntes aus meiner Kindheit in neuer Fassade zu sehen. Deswegen, wenn ich sage, etwas hat mir nicht so gefallen, heißt das nicht, dass ich es schlecht finde oder dass die Designer es hätten anders machen sollen. Das heißt einfach nur, dass ich es im Original für mich persönlich ein bisschen sympathischer fand, weil es einfach ausufender war. Oh shit, da seht ihr es nämlich, weil ich jetzt in der Sekunde nachladen musste. Scheiße, Mann. Alter! Fuck. Auf jeden Fall, wenn ich sage, es hat mir woanders mehr gefallen, heißt es nicht, dass es hier schlechter ist. Jetzt muss ich erstmal gucken, da sind die kleinen Medipacks. Gut. Es heißt nicht, dass es schlecht ist. Gefallen hat es mir trotzdem irgendwo. Ich mochte es im Original halt einfach mehr. So. Ne, das heißt jetzt nicht, dass... Oh mein Gott, meint der Wusch das echt, das hätte man anders machen müssen? Ne, nicht wirklich. Nicht wirklich, Freunde. Ich bin sehr zufrieden mit dem Remake, sehr. Ich liebe es, muss man einfach mal so sagen. Das war lieber auf dem ersten Blick damals, als ich es für die PS2 nachgeholt hatte. Und es war auch wirklich das erste Remake meines Lebens, welches ich gespielt habe. Und ja, danach kam eine ziemlich lange Zeit nichts, was ich damit vergleichen konnte. Ich bin am Überlegen, ich meine mittlerweile, wir leben im Zeitalter der Remakes. Es sind eine Menge Remakes zu guten Spielen rausgekommen. Und es sind auch Remakes, die es ähnlich wie Anniversary gemacht haben, rausgekommen. Aber doch, da war erstmal 10 Jahre Zeit, bevor andere Entwickler sich diese Mühe gemacht haben und dieses Geschäftsfeld für sich entdeckt haben. So, dieser Bereich ist natürlich fast so wie im Original, ihr kennt das. Wir müssen jetzt in die beiden Seitentüren da rein. Wir haben jetzt schon mal die linke verwendet, um das Haupttor zu öffnen. Natürlich hier auch ein bisschen designtechnisch an die neuen Möglichkeiten angepasst. Diesmal liegt hier aber keine Schrotflintmunition. Im Original wurden wir hier noch mit Schrotflintmunition belohnt. Ich muss mal gerade gucken, wo hat Madame... Ah, hier war der Sprung, alles klar. Wir können ja hier keinen Tomb Raider spielen, ohne einen vernünftigen Körper hinzulegen. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie der Handstand hier ging, wenn ich ehrlich bin. Das müssen wir noch im Verlaufe des Let's Plays herausfinden. Kein Tomb Raider ohne vernünftigen Handstand. Wir haben ja hier einen Ruf zu verlieren. So, hier rüber. Da hoch. Es ist einfach wunderbar. Auch wie fluffig sich das Game spielt. Und mir fällt auch momentan nichts ein, was man vergleichen könnte mit dieser Art Gameplay in der heutigen Zeit. Aber gut, ich kann auch nicht alles gespielt haben. Und dementsprechend wissen da andere mehr. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass ein Soul Reaver, vor allem da die Macher von Soul Reaver, ab Legend an der Reihe saßen. Also hier die Leute von Crystal Dynamics. Ich hätte mir auch gut vorstellen können, dass ein Soul Reaver in diese Richtung gegangen wäre. Also für alle Soul Reaver-Fans da draußen, die sich gefragt haben, was wäre passiert, hätten wir mal ein Legacy of Kain nach der PS2-Ära bekommen? Ich glaube, es hätte sich so angefühlt. Ich meine, wir haben auch noch die PS2-Spiele von Soul Reaver vor uns. Wir sind ja immer noch beim 1er. Ich bin selber mal gespannt, wie sich dort die ganze Sache weiterentwickelt hat. Das finde ich immer sehr interessant, wenn man dann alte Reihen nachholt, die über Konsolengenerationen
weitergeführt wurden, was sich da so alles verändert hat. Ist immer sehr schön, einfach die Entwicklung zu sehen. Gerade was PlayStation 1 rein zu PlayStation 2 rein angeht. Also rein, die auf der PS1 angefangen haben oder auf dem Nintendo 64 und dann rübergegangen sind zur PS2. Ich glaube, hier unten sind Gegner, aber ich will trotzdem die Munition da hinten haben, auch wenn wir... Und ich würde gerne auch mal Dankeschön wenigstens ein bisschen Kompetenz an den Tag legen, zumindest was das Ausweichen anbelangt. War hier drinnen was? Nö, ich glaube nicht. Ich wüsste auch nicht, wofür wir das Teil brauchen. Ich meine, wir könnten... abkürzen. Könnten wir das? Nö, könnten wir nicht. Das Ding ist zu dick, da möchte die gute Lara nicht dran. Ach so, wir können aber da hinten wieder hoch. Alles klar, gut. So viel Zeit muss sein, wir wollen hier nichts verpassen. Ich meine, alle Pickups werde ich nicht finden, das kann ich euch schon mal sagen. Ich werde mich hauptsächlich auf die Secrets fokussieren und halt alles, was die Achievements anbelangt. Wisst ihr was, wir machen hier auch gleich alle Achievements mit. Warum denn nicht? Meine Güte, sollten wir hinkriegen. Ich werde zwar spätestens bei den Speedrun-Sachen, werde ich es bereuen, dass ich das gesagt habe, weil die sind echt nicht ohne. Aber Mensch, meine Güte, wann macht man denn mal Tomb Raider Anniversary? Wir haben nur eine Möglichkeit, das Ding vernünftig durchzuzocken und das sollten wir dann natürlich dementsprechend auch nutzen. Also ja, komm, wir holen hier auf jeden Fall alle Achievements, das kriegen wir hin. So, ich glaube, da unten war nichts von Wert, also nichts, was unsere Zeit in irgendeiner Form wert wäre. Achso, komme ich nicht rüber. Okay, gut, dann geht's hier einfach weiter. Meine Güte, dann soll dem so sein. Diese kleinen Ecken hier, wie hier, haben sie in Peru sehr, sehr gerne eingesetzt. Diese kleinen Schluchten. Peru ist voll von diesen Dingern. Jetzt muss ich mich mal eben konzentrieren, bevor der guten Lara hier der Zopf weggesäbelt wird. Das wollen wir ja auch nicht. So, aber bis jetzt sind Madame und ich sehr d'accord miteinander. Ich bin sehr verwundert. Ich musste noch nicht meckern, dass meine Gute hier was getan hat, was ich nicht wollte. Es spielt sich auf jeden Fall besser als auf der ruckligen PS3-Fassung. Oh, das war's schon mit der Stadt, Wilkabamba. So schnell kann's gehen. Okay. Ich sag ja, recht kurze Fassung von diesem Level. Benötigte Zeit 23:10, das ist die Gesamtzeit, also haben wir jetzt nicht für Wilkabamba gebraucht. Und ja, ein von ein Secret, 6 Pickups und 17 Kills. Ich würde aber sagen, am Ende des Tages sind hier weniger Gegner unterwegs als in der originalen Fassung. Naja. Ob dem weiter so bleibt, das werden wir erfahren, wenn es weitergeht mit Tomb Raider Anniversary. Ich hoffe, ihr habt Bock drauf und seid das nächste Mal wieder dabei, wenn wir uns eines der interessantesten Level und natürlich das Level, wo sich viele drauf gefreut haben, immer wenn man eine neue Fassung von Tomb Raider 1 spielt, zusammen zocken. Und zwar das verlorene Tal. Bis zum nächsten Mal, haut rein, ich wünsche euch was. Euer Wishes.